So, hallo zusammen, werte Gruselfreunde und Horrorfans. Ich bin Massive Plays und wir spielen das Spiel The Cursed Forest. Folgendes, dieses Spiel ist noch nicht fertig. Das heißt, wir wurden auch schon darauf hingewiesen in diesem Spiel zu Beginn gerade. Das habt ihr nicht, das seht ihr nicht oder habt ihr nicht gesehen, dass das Spiel noch in der Entwicklung ist. Und ich habe es mir halt einfach gezogen und dachte mir so, wir probieren das jetzt mal aus. Ich weiß nichts zu dem Spiel, es heißt nur, wir sollen erkunden. Und es kann natürlich sein, dass wir auf das eine oder andere treffen. Naja, schauen wir mal. Ich habe soweit alles eingestellt. Wir machen ein neues Spiel. Section 1. Das sind wahrscheinlich Spielstände. Schauen wir mal. Ach so, ist Russisch, by the way. The Cursed Forest. Alter, dieses Intro, Junge. Wahnsinn, ohne Mist. Viele Indie-Spiele hauen dich einfach rein, so ins Geschehen ist, ja. Du drückst Play und bist halt einfach da und dann läuft irgendein Dialog runter. Alter, ich bin ja anfällig für Horrorspiele, Alter, mir ging gerade so der... Wow, das Intro ist gut gemacht einfach. Der entdeckt irgendeine Kreatur und auf einmal ist sie hinten im Auto. Er verliert die Kontrolle vermutlich. Alter, das ist echt... Der Typ hat Bock. Nee, der hat echt Bock. Und ich glaube, ich habe jetzt schon... Also das war auch sehr vertrauenserweckend, dass der so einfach in diesen Wald fährt als Abkürzung. Jetzt einen Unfall hat, er rauskommen will. Was zum... Bisschen Fadenkreuz. Ich höre Kinderstimmen. Wow. Digga, chill. Alter, ja. Die Raben hauen alle ab. Was ist jetzt passiert? Alter, das Sichtfeld ist ein bisschen extrem. Ich möchte das... High Ultra, wir machen mal Medium.
Ich hoffe, der Kack schmiert mir jetzt nicht ab. Okay. Ja, lass ich mal drinne so. Advanced. V-Sync bitte aus. Und Field of View, das können wir ein bisschen runterschrauben. Das brauche ich gar nicht so extremst. Okay. Also, warte, das ist alles trotzdem ein bisschen laut. Also es läuft auf der CryEngine. Das Spiel wurde gespeichert. Wir werden auch in eine ziemlich hübsche Umgebung reingepackt. Also ich weiß, oh, das sind... Warte mal. Ah, das sieht mir alles so vertrauenserweckend aus hier. Nicht. Mich stört jetzt gerade, dass es auf meiner Auflösung ein bisschen leckt, so. Okay, wir können zoomen. Wir können springen. Wir können laufen. Wir haben hier ein Lagerfeuer. Können wir da was aufheben? Eine Schüssel. E, Q, Alt, C. Irgendwie ducken. R, T, Z. Oh, was war das? Ach, I ist eine Art Inventar, okay. Okay. Nee, hilft mir. Ich will jetzt trotzdem noch mal kurz in die Einstellungen reinschauen. Kannst du machen hier von mir aus? Brightness. Doch, doch, die ist eigentlich ganz, die ist ganz gut. Können wir lassen. So ist auch ganz gut. Field of View, das können wir echt auf 65 lassen, ganz ehrlich. Unlimited. Motion Blur, nee, bitte aus. Wenn wir es einfach auf Low spielen. Ja, nee. Ist auch blöd. Also ich glaube, das Spiel hat ein bisschen mit der Auflösung Probleme. Ist natürlich scheiße jetzt, weil ich würde gerne auf dieser Kinoauflösung spielen. Wir laufen einfach mal weiter. Hier liegt schon was. I was scared to stay out in the open. I have feelings that someone is watching me right from the trees. The way through the cliffs seems like a good idea. I should follow. And I should allow me get out of here fast and stay unnoticed. When I tried to traverse the cliff, one of the stones, I fell on my leg. It's like the place itself won't let me leave. My leg isn't damaged, but a stone has pinned my leg pretty badly. I have to free my leg before something else falls. Okay. Das heißt, der... Ich weiß nicht, ob hier was... Also, offenbar hier war ein Camp. Hier war anscheinend schon jemand noch. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter hier. Das... Okay, hier geht's weiter. Hier geht's offenbar auch irgendwo hin. Aber ich glaube, wir kommen ja nicht hoch. Nee, ist glaube ich nicht so gedacht, dass wir hier hochkommen. Und wir müssen darauf achten. Irgendwas aus den... Okay, die Raben. Irgendwas aus den Trees heraus könnte uns beobachten. Oh, was ist denn hier los? Das sieht mir sehr vertrauenserweckend aus, du. Also hier würde ich doch auch direkt... Ach, wir können crouchen, okay. Bringt das was? Falls ihr was seht, was ich nicht sehe, dann lasst es mich wissen. Kann man hier runtergehen? Ja, hier kann man runtergehen. 1A. Eine Note. Oh Gott, ich möchte eigentlich nicht so viel lesen, ganz ehrlich, weil das die Zeit raubt, aber ich trau mich mal ran. Ever since I started researching and writing about abandoned places, there always been one in particular that I wanted to visit. I've heard many stories about the place, everything from cars mysteriously breaking down as they try to pass through, to travelers venturing into the forest never been seen again. Then there's the tales about the settlement itself, the people that... Hilfe?
Jo, was? Ach, okay, das sind Speicherplätze. Lass mich raten, wir dürfen da runter. Das ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Ich muss schon sagen, die Grafik sieht halt unglaublich aus. Also ich hab Schiss. Ohne Mist. Kacke, was ist das denn da hinten? Art Lagerfeuer. Aber sieht halt Wahnsinn aus, also. Kommt ganz gut rüber. Alter, ist Gestrüpp hier. Es war auch mal ein Weg hier, aber der ist schon kaputt gelaufen. Kenne ich schon von einigen Sachen her. Ich würde sagen, wir. Ja. Der Sound kam auch richtig authentisch rüber. Mehr oder weniger. Also ich dachte mir so, hat der Anfall. Alter, das ist voll geil gesichert hier. Also ich glaube nicht mehr, dass die Brücke TÜV kriegt. Der Busch hat, glaube ich, gerade gerendert. Das Wandern ist des Müllers Lust. Das Wandern ist des Müllers Lust. Hilfe. Wie geht, Alter? Ich habe keine Ahnung, was ich denken oder fühlen oder sagen soll. Hier passiert safe was. Es leckt. Hier lädt irgendwas. Bah, hier geht das mehr wie ein Parcours hier. Stell mal Musik und so runter. Ich habe jetzt doch eher schon so ein bisschen Schiss. Ich renne einfach. Hilfe, lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe einen Unfall gehabt. Lassen Sie mich bitte. Was ist das denn? Also das ist sehr vertrauenserweckend. Irgendwie hier sind Herzen. Auf einmal sind keine Herzen mehr. Hier läuft jemand mit dem Messer. Wir haben hier einen Piranha-See. Hier haben wir irgendwelche komischen, also diese komischen Viecher halt. Oh boy. Und dazu jetzt hier noch ein Haus. Dieses Spiel macht irgendwie einen Eindruck, als würde es mit Jumpscares arbeiten. Ja, schön. Das Kackhaus, das blubbert noch vor sich hin mit einem Buch hier. Schön die Lektüre, während man von innen aus diesem Klo ins Klo gezogen wird. Hier da hinten steht was. Ach Gott, mein letztes Horrorspiel liegt aber auch schon eine Weile zurück. Guten Tag. Ah, eine Karotte. Ich hab ne Ahnung. E für Inventory. Alter. 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 make darkness weaker and give feelings that you saved the fuck. In der Notiz. There was a strange atmosphere in the settlement today. The people seemed more subdued in a room, but when I looked, of course, he was not there. I saw her sitting in my room. Ach Gott, Alter. I will need to approach her father about attitude towards her. Although the streets were quiet today, in the night they seemed to have. In the night they seemed to have come alive. When I left my house to require some commotion, and a noise faded into nothingness, as though I had never excited in the first place. Tomorrow I will have to braver speak to Sarah's father. Das heißt, man kann jetzt hier irgendwie. Also,
dieses komische Vieh. Oh. Ja, geil, dankeschön. Dieses komische Vieh. Das eine davon zumindest sah aus wie so eine. Wie ein. Ach, sag schon. Ah, wie so ein Kaninchen halt. Und dafür auch die Möhre wahrscheinlich. Ist da gerade was lang gelaufen? Schätze, ich werde es noch rausfinden oder nachher dann in der Dings. Inventory. Ja, aber ich habe da eine Karotte, Alter. Carrot. Delicious, but not for you. Also doch für dieses notgeile Karottenhähnchen da. Karottenhähnchen da. Ach nee, ich ist ein Gräber, Alter. Ah nee, danke du. Guten Tag. Wo war die Map? Siehst du irgendwie am Haus vorbei? Ja, Wie war das? Ich bin jetzt hier. Dieses Karottenhähnchen oder was auch immer. Warum ist hier eigentlich ein Haus, wo jemand rausguckt? Also hier gehen wir nicht lang, sondern wir gehen jetzt halt hinter dem Haus rechts. Und dann kommen wir zu diesem wütenden Kaninchen. Können wir nicht irgendwie speichern oder so ein Shit? Please. Ich kann hier nicht mal Türen zu machen oder sowas. Das ist wie auf dem LSD-Trip. So, warte mal, wo mussten wir lang hier hin, ne? Alter, ich habe keinen Bock mehr, Leute. Echt jetzt. Alter, was war das? Oh, das war so eine... Oh, Blatt, Alter, habe ich mich erschreckt. Ich bin halt so anfällig für die Scheiße. Ich sollte einfach runterschauen. Ah, oh, nee, da hinten ist dieses Mistvieh schon. Ey, du, wir kommen jetzt rein. Ja, da ist es. Komm her, du Ratte. Guten Tag. My father never liked my fragrance trips in the force as a detent. He used to tell me a tale of fairer worth and true to force. Every step I take deep in the woods for higher quality its beauty, the sweet smelling of flowers. One particular sunny day I was walking in the forest. Ich will mich eigentlich nicht umschauen hier, weil ich jetzt Schiss krieg vor dem Mist. Und das Vieh war dort, ich hab's gesehen. Ach, egal, komm rein. Was? Ach, geil, da ist es. Ey, du Mongo, komm her. Es frisst mich. Es bringt mir einen Arm. Und wenn wir jetzt zurück wollen. Warum leuchtet der Mist? Hilfe. I don't like where this is going. Wir kriegen jetzt so eine aufs Maul in unserem Haus. Ja, komm du Vogel, Alter. Oh Gott, Alter. Was soll ich mit dem Arm machen? Warte, ich schau's gleich nach. Ich will erstmal in Sicherheit gehen. Lol, was ist das? Ja, hier geht's in den Sumpf rein, wo wir nie wieder rauskommen. Geil. Ich hock mich hier mal hin wie so ein Gangster. Was ist das Skeleton? Keine Ahnung, so ein Ritualelement halt.
könnte mir vorstellen, Piranha hat auf so ein bisschen Knochenbock. Guten Tag. Ah, scheiße, Alter. Ey, der hat ein Messer in der Hand. Nimm das Messer weg. Ich kann die Lampe an- und ausmachen, lol. Keine Notiz oder so ein Scheiß. Oh, habe ich Bock. Typ, du beschützt mich, ne? Ich will nicht, dass der Typ irgendwie. Warum kann ich ihm das Messer nicht entwenden, Alter? Das scheiß Messer herfallen. Was ist jetzt mit dir passiert, Alter, wo du warst auf deiner komischen Krücke da? Ich gehe jetzt hier raus. Rückwärts. Und dann lässt du mich bitte in Ruhe. Hey, wohin der Typ? Typ, wo hingst du? Der hockt da drin, ne? Du bleibst auch da drin. Mach keinen Scheiß. Nice. Alter. Der Typ ist halt nicht mehr hier. Ich möchte sagen, ich habe dezent Schiss und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich meine, es gab noch so ein komisches. Kann man hier ausmachen. Hier dieses komische Vieh, das sieht aus wie, ich weiß nicht, was das sein soll. Irgendwie einen Hirsch auf Drogen irgendwie. Sieht man den? Alter, man sieht den sogar von hier aus. Gut, dann würde ich sagen, wir bleiben hier einfach so lange. Und chillen unsere Basics. Können wir speichern? Nee. Also irgendwie nicht. Haben wir noch irgendwas? Feelings that you saved. Okay, irgendwie Checkpoints oder so ein Mist. Ich habe keine Ahnung, Alter. So, Typ, du hockst da immer noch drinnen, ne? Weil ich kontrolliere das ab jetzt. Ich dachte, man kann hier speichern vielleicht oder so ein Mist. Skeleton. Muss ich das irgendwie ausrüsten oder eins oder. Weil der was von den Zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie das. Notes. Der Boss ist zu. Vielleicht sagt mir das, wo ich hin muss. Sarah's predicament plays on my mind, such a. I will need to approach her father about the attitude. Also, the streets were quiet and night have seemed to come alive when I left the house. Angry, a commotion and noise faded into nothingness as though they had never existed in the first place. I will have the bravery to speak to Sarah's father, but then perhaps the feelings. Things. They will leave me. Happening there will show themselves to be nothing but a fracture. Also, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich habe gehört, ich soll zu dir sprechen oder so. Wenn ich das Licht einfach ausmache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll, Mann. Dude, ganz ehrlich, ich kenne dich nicht, aber bitte raus aus meinem Haus. Das ist Hausfriedensbruch und ich rufe sonst die Polizei, warum auch immer ich kein Handy dabei habe. Kann ich hier noch was machen? Ich kann mich hier hinhocken und warten, bis es besser wird, lol. Dann bleib halt dort, du Nipper. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir hingehen sollen jetzt. Von hier sind wir gekommen, ne? Was, wenn wir einfach zurückgehen?
Das hier ist nie passiert. Wir gehen halt einfach zurück. Und speichern. Weil hier atmet wär schwer. Das hört sich so an, als... Ah. Lol. Ich weiß nicht, ob das Spiel so will. Ich will bitte speichern. Warte mal. Diese Steine haben wir... Diese Steine waren auch in diesem scheiß Wald drinne, Junge. Soll das heißen, da kann man speichern bei denen oder so? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, wo geht's hier unten rein, bitte, Alter? Hier geht's halt irgendwo lang, aber... Boah. Wie ist das Piranha-Ding oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, vor was ich jetzt hier gerade Angst haben soll. Angst haben muss, soll, können, hätten. Bla bla bla. Weiß nicht, diese Steine leuchten halt manchmal. Ich weiß aber nicht warum. Oder durch was. Ich meine, ich kann jetzt zu diesen anderen Dingern mal hingehen und... Aber... Ich finde halt keine Items oder sowas. Ich kann mir auch die Map nochmal anschauen und jetzt zu diesem wütenden Piranha gehen, aber... Keine Ahnung. Ich gehe da mal hin. Kann man speichern? Ich glaube, das ist nicht gut. Warum müssen wir diesen Mist hier machen? Eine Notiz. When I was younger, an older boy told me a story about a creature that lived in the lake. He swore that while out walking, he had looked towards in the distance short line and saw the red glow softly radiating from within the water. The boy took off his shoes and was cautiously waited in ward to get a better view, but as he got closer, it rapidly started toward him. Startled, he backed out of the water and safety of land. Emerging from the spot he had just occupied, the boy glimpsed bright red scales, a shark-like jaw, gross, erect, sharp teeth. Okay. After having recounted his tale, I told the boy that I didn't believe him. He had nothing so monstrous could be in a creation. In response, he derived from his back an old book, flipping it a well-thumbed page that showed a hand-drawn picture of a grotesque-looking catfish. It was not the creature he had seen, but proof that nature could be more hideous than anything I'd ever imagined before. Was I went in the tomb, feared to start believing in such a foolish make, bla bla bla. Even now, although I know it can't be true, for some beliefs it's a creature perhaps hiding in a cave, deep below in the water surface. Something it haunts me in my dreams. I'm in the boil, dreaming in the lake, and it's beneath me, coming towards me, but I'm powerless to move, and when it grabs my leg in its jaw, it drags me into the deep, I feel no pain. Only the sense of relief that comes from succumbing. It's strange that you think from the lake, but I, more than I find myself drawn there. Hoping I catch a glimpse and mysterious creature from my nightmares. Also. Irgendwie krasse Hut. Guten Tag. Ihr Bims. Eins in Kasso. Ich will da jetzt auch nicht reinspringen, weil das wäre definitiv ein Suizid. Und jeder hat das damals gelehrt bekommen. An irgendwelchen Seen werden... Geht man besser nicht rein. Ich renn drauf los. Scheißegal.
Ja, du bist doch wohl wahnsinnig, Junge. Du bist ja wohl nicht mehr bei Trost. Ja. Nee, du. Ganz schlechte Idee. Skeleton. Digga, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst gerade, ne? Aber. Dieses Spiel macht mich irgendwie kirre. Ich habe auch keine Ahnung, was du von mir willst, Boy. Oder was du bist, du komischer Fisch, ne? Aber ich jumpe jetzt hier raus, ob du willst oder nee. Und jetzt verpiss ich mich. Tschüss. Na, tschüss. Erstens, die Musik verändert sich. Zweitens, hier war gerade ein Geisterfisch. Geisterfrosch, der hier gehüpft ist. Warum blinken die Steine hier? Was können die? Die machen nichts. Muss ich da was drauflegen? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach. Ich kann nicht rennen. Hier war was. Lass mich in Ruhe, du Spast. Halt die Fresse. Der Spast ist noch da. Mach's Licht aus, an, aus, an, aus. Morsen, SOS, Hilfe. Digga, ich habe keine Ahnung, was mit dieser Scheiße hier los ist, ne? Aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf. Bleibst da drin, Alter. Mach die scheiß Tür zu oder so. Ich kann die Tür halt nicht zumachen. 1A. Kann ich aufs Scheißhaus? Ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will, Mann. Muss ich jetzt irgendwie zu diesem Hasen nochmal? Warte mal, wo war der eigentlich? Jetzt hier links an dem Haus vorbei? Wie vorhin halt. Ich meine, ich kann nochmal zu dem hingehen. Hilfe. Aber ich hab Schiss. Beobachtet mich. Ich komme in Frieden. Mutti. Alter, yo, da ist ein Weg. Alter, ich hab. Leute, ich habe keinen Bock mehr. Und Schiss, Mutti, sein Faddy, Alter. Aber hey, stimmt, man kann hier ja langlaufen, so teilweise. Was war das? Ich habe so irgendwie das Gefühl, ich muss durch diesen scheiß See schwimmen, Alter. Wie umständlich. Warum ist hier eine Axt im Baum?
Hey Bro, du bist da, ne? Würdest du das bitte lassen irgendwie? Leute, ich will euch jetzt nicht verkraulen, mich eigentlich auch nicht. Also, nehmt's mir nicht böse, ich würde jetzt nur gerne das so irgendwie, ja, fürs erste Mal beenden wollen. Wenn ihr ja Bock drauf habt, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da weiter drauf Bock habt, aber das ist mir alles sehr vertrauenserweckend hier. Und ich habe auch keine Ahnung, was wir machen müssen. Also vermutlich weiter durch den See, ich wollte es nicht wissen. Ich bedanke mich aber mal fürs Zuschauen jetzt an der Stelle und ich hoffe, wir verrecken nicht so bald. Weil ich glaube irgendwie, wir haben noch nicht sonderlich viel von dem Spiel gesehen, was es eigentlich bietet gerade. Von daher, ja, mal schauen. Da würde ich mich erstmal bedanken fürs Zusehen und dann, ja, wir sehen uns bald wieder. Lasst mir einen Kommentar bitte da und oder eine Meinung, ob ich das weiterspielen soll. Ansonsten muss ich sagen, grafisch ist es top von der Story. Ja, ich denke, da ist noch ein bisschen was dahinter. Und die Umsetzung ist ja auch ziemlich, ja, gut, also die hält einen eigentlich ziemlich auf Trab und so ein Dude kommt dann auch mal hier ins Zimmer. Ja, gut. Also das war's von mir. Ja, Meinung da lassen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, ob es das hier sein wird. Man weiß es nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.